Perfekt. Wir haben die Handschuhe. Was ist das allererste, was wir jetzt tun? Dieser Frosch ist super wichtig. Warum? Du siehst ja noch ganz normal aus. Du bist kein einfacher Junge. Ich wohne da eins in Kakariko. Ich frage mich oft, wie es meinem Kollegen geht. Bitte bring mich doch zu ihm, ja? Bitte. Wir haben jetzt einen Frosch bei uns. Der wohnte eins in Kakariko. Und hat einen Kollegen. Wer ist das wohl? Wir gehen doch einfach mal mit ihm. Oha, kommt der uns bekannt vor? Die Antwort ist ja, der kommt uns bekannt vor. Warum? Das ist doch der Schmied. Na, das ist ja mal eine gute Sache. Du hast meinen Kollegen gefunden. Vielen Dank. Du bist jederzeit willkommen, wenn du dein Schwert härten lassen willst. Ich würde sagen, dieses Angebot hört sich sehr gut an. Danke, 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 danke. Komm, mit Danke sagen, macht lieber tolle Sachen mit meinem Schwert. Ach, da bist du ja wieder. Du bist hier in der Schmiede immer gern gesehen. Können wir dir helfen? Schmiedet mein Schwert. Gut, hier ist unser Angebot. 10 Rubine. Pah. Sonderangebot. Alles klar, kein Problem. Wir müssen dein Schwert nur eine Weile hier behalten. Tja, ich habe kein Schwert mehr. Dafür schmieden die mir jetzt mein Schwert stärker denn je. Ha, was machen wir jetzt in der Zeit, wo wir kein Schwert haben? Tja, es gibt 2 Dinge, die wir tun können. Das erste ist passenderweise auch direkt hier vor der Haustür, denn wir waren ja noch nicht hier in der Schattenwelt. Und was gibt es da hier alles? Ganz viele Hühner, ganz viele so Teile, ganz viele Baumstümpfe. Und was ist mit dem Haus der Schmiede? Es ist leer, aber es ist eine seltsame Kiste drin. Das Schloss dieser Truhe ist von innen verschlossen. Nimm sie ungeöffnet mit. Wir haben jetzt eine Kiste bei uns. Ich glaube, wenn ich renne, bleibt sie stehen. Genau, wir dürfen nicht mehr rennen, sonst verlieren wir diese Kiste. Gut, was machen wir jetzt mit der Kiste? Erstmal gehen wir in die schöne Welt, wo wir nicht so viel Angst haben müssen, wenn die Gegner kommen. Und unsere Kiste bleibt bei uns. Die gehört jetzt uns, sonst meine. Tja, es gibt jemanden, der uns diese, oh Mann, diese Kiste öffnen kann. Jetzt kommen wir natürlich in die interessante Situation, uns verteidigen zu müssen, ohne ein Schwert dabei zu haben. Erinnert ihr euch noch an den, der dort gerade eben gesagt hat am See, er hatte einen Kollegen, der alle Schlösser aufmachen konnte, aber jetzt dann lieber einen auf bekloppt macht? Zu dem gehen wir jetzt. Wo ist der Typ? Er ist direkt hier ums Eck. Und den haben wir auch schon mal getroffen, den kennen wir auch schon. Die eigentliche Frage bleibt da nur noch, was ist in der Kiste? Aber das werden wir gleich wissen. Oh nein, schon wieder die Vögel. So, du weißt also, dass ich ein gesuchter Dieb bin, der Schlösser öffnet wie keiner. Na gut, dann öffne ich dir eben die Truhe, aber versprich mir, mich nicht zu verpfeifen. Abgemacht? Ja, ich versprich's. Eine magische Flasche. Wir haben die letzte Flasche bekommen. So, ich habe Angst vor den Vögeln. Wir gehen jetzt woanders hin. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ah, Mist, hat mich noch gekriegt. So, wir gehen noch zum See. Wir haben eh viel zu viel Geld und dafür brauchen wir jetzt auch kein Schwert. Das heißt, wir gehen mal gerade noch ganz viel Geld im Brunnen der Freude, Wünsche, Herrlichkeit, Illusionen, irgendwas machen. Wirf ein paar Rubine, ich werf ein paar Rubine, wirf doch ein paar Rubine, ich werf 50 Rubine. Wer mal kurze, kurze Höschen, ich mal kurze, kurze Höschen. Ich habe eine sehr zufriedene Zukunft. Zack, zack. Hatten wir schon Maximum von irgendwas? Ich weiß es gar nicht mehr.
Doch, ich glaube, wir hatten von den Bomben schon mal Maximum, aber ich muss es leider nochmal sagen. Okay, so, bla bla bla, du kriegst keine Bomben mehr. Okay. Gut, danke. Toll. Dieses wollte ich sehen. La 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 la. Nimm all mein Geld. Take all my money. Sorgenvolle Zukunft. Niemals. Du lügst. Warum lügst du? Ja, ich werfe ein paar. Hier, nochmal 50. So, ich hätte gern noch mehr Pfeile. Dankeschön. 55 Pfeile. Das könnte einen Moment dauern, also... Ich habe nicht vor, irgendeinen Turbo-Knopf zu benutzen, also... Nö. Wem das jetzt zu lang ist, der spult am besten einfach vor. So lang, bis er sieht, dass ich nicht mehr im Brunnen bin. Noch mehr Pfeile. 60 Pfeile. Ich könnte jetzt natürlich was erzählen, aber was soll ich auf der anderen Seite erzählen? Privatgespräche sind doch auch blöd. Braucht ja niemand irgendwie zu interessieren, großartig. Wie viele Brustwarzen ich habe oder wie viele Zehen, das ist ja uninteressant. Hat jemand, glaube ich, doch erzählt in einem Kommentar, dass 80 Pfeile das Maximum wäre, wenn ich mich recht entsinne. Ich bin fröhlicher geworden. Ich habe eine zufriedene Zukunft. Wenn wir hier fertig sind, gehe ich das Schwert wieder abholen. Sonst weiß ich, glaube ich, gerade nichts auf Anhieb, was ich ohne das Schwert jetzt noch machen will, direkt. Tja, und dann... Dann geht's los. Wir haben so viele Dinge, die wir jetzt noch erledigen könnten und holen könnten und überall hin können. Leider hast du bei mir keinen Wunsch mehr frei. Eine Freundin von mir hilft dir aber weiter. Okay. Ich glaube, das hätte sich schon erledigt. Wir wären schon durch. Hier ist übrigens ein Portal, aber da gehe ich jetzt bewusst noch nicht rein, denn das führt zu einem nächsten Dungeon in der Schattenwelt. Um genau zu sein, dem Eispalast. Ich glaube, das wäre jetzt auch unser nächster. Da gehen wir als nächstes hin. Aber wir brauchen dafür auch mal zuerst ein Schwert und so weiter und so fort. Also ganz... Autsch, geduldig bitte. Und dann wollte ich noch ein paar Gegenstände suchen gehen, wenn es geht. Also Mädels, was macht mein Schwert? Gebt mir mein Schwert. Hier hast du es, dein neu gehärtetes Schwert. Nimm's mal in die Hand. Und... Glückwunsch, dein Schwert ist stärker geworden. Spürst du seine enorme Kraft? Hört euch dieses Schwert mal an. Herrlich, oder? Tja, unser Schwert ist mittlerweile... Nee, nicht die Karte. Das Schwert 3. Und das ist, glaube ich, jetzt nochmal doppelt so schwer wie das Masterschwert vorher war. Okay, wohin will ich jetzt gehen? Ich möchte, nein, nicht das Buch auswählen, das war jetzt Zufall. Nein, ich möchte einfach zum Friedhof. Ich glaube, es gibt dort jetzt mindestens ein interessantes Grab, an dem wir etwas machen können, jetzt wo wir die neuen Handschuhe haben. Ey, wie hat er das gemacht? Wir... besiegen blaue Ritter mit einem Schlag mittlerweile. Es ist so herrlich. Und wir heben alle Steine hoch, die es gibt. Ich liebe es. Hallo? So, diese fliegenden scheiß Geister hier regen mich ein bisschen auf. Gut, da oben das Grab kennen wir ja schon. Das war ja das, wo wir dann unter der Kathedrale wieder rausgekommen sind. Tja, schieben wir noch alle anderen auf. Wir entweihen jetzt vielleicht ein paar Gebeine, aber ansonsten... Ist schon in Ordnung so. Wir dürfen das. Wir sind immer ein Helden. So.
Ich meine, ist klar, das hier oben ist extra zugesperrt und alles. Dort ist bestimmt was Interessantes. So viel ist schon mal logisch. Aber könnte ja sein, dass noch eins ist. Ich weiß es gerade nicht. Oh, jetzt habe ich das da links unten noch vergessen. Und hier. Und da ist auch nichts. Nee. Dann nehmen wir dieses eine große Interessante. Komm schon, komm schon. Komm schon. Warum geht's nicht? Warum geht's nicht? Okay, es hat ein bisschen geklemmt. Mit ein bisschen Gewalt hat es dann geklappt. Ich glaube, hier kriegen wir was Tolles Neues zum Anziehen. Der Zauberumhang. Trage ihn und du bist unsichtbar. Achte auf deine Magieanzeige. Das hört sich auch gut an, möchte ich fast sagen, oder? Schauen wir mal, wie das in der Praxis aussieht. Ups, Verzeihung. Flupp. Unsichtbar bedeutet auch gleichzeitig unverwundbar. Ich liebe es. Wir haben einfach einen scheiß geilen Unverwundbarkeitsumhang. Hallo übrigens, Schatzilein. Bei dir waren wir ja noch gar nicht. Ist auch leider nur ein Feenbrunnen. Ich hätte auf was mehr gehofft. Naja. Herzteil wäre geil gewesen. Okay. So. Dup, 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 dup. Was ich noch auf Anhieb schon mal weiß, ist, dass es oben auf dem Berg jetzt noch was für uns gibt. Aber interessanterweise nicht daher, dass wir jetzt die Handschuhe haben, sondern daher, dass wir jetzt diesen Zauberumhang haben. Ey, ey, au! Da waren wir doch, glaube ich, sogar schon mal drin. War das nicht hier in der Lichtwelt? Ich weiß nicht genau. Aber das sehen wir. So, war das das, wo ich hier runterspringe? Oder was war das hier? Nee, ich glaube, das hier war doch noch was anderes. Aber ich kann mich ja auch nochmal schnell umschauen. Klack, 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 klack. Nee, ich glaube, das war das rechts, dort, wo der Teleporter ist. Dort hätte ich müssen runter, oder? Na, egal. Ah, hallo übrigens. Ich habe doch eh zwei leere Flaschen. Ihr kommt mir wie gelegen. Ja, schade. Naja, auch schon mal gut. Immerhin. Ich habe ja eh einen Feenaufladeort, wo ich hingehen kann, wenn ich welche brauche. Also von daher, kein Problem. Dann nochmal die tolle Treppe hochklettern. Das geht so schön schnell, oder? Herrlich. Zack. Hast du davon. So, einfach mal so in der Mitte. Das war nix. Dann war es wohl doch in der Schattenwelt, huh? Ach, verschwende ich so geil viel Zeit. Ich liebe es. Ich stehe voll drauf. Nein, geh weg. Ich stehe total drauf. Gehen wir einfach in die Schattenwelt und springen dort halt den Berg runter. So, hier war es doch, oder? Perfekt, da wollte ich hin. Machen wir erstmal hier auf. Und dann mit unserem tollen Umhang. Auf geht's. Wir beeilen uns, wenn es geht, etwas. Denn Magie wächst nicht auf Bäumen. Boah, das war verdammt knapp. Okay, wir bekommen hier der Birna-Stab. Schwing ihn und ein Ring aus Licht wird dich schützen. Das ist ebenfalls was sehr Interessantes. Wie kommen wir jetzt hier natürlich wieder raus? Nur auf die schmerzhafte Art und Weise. Alternative lautet gar nicht, denn der Weg ist zu lang.
Könnte noch klappen, ist knappe Sache, aber wenn nicht, dann kommt halt eine Fee. Also von daher, kein Problem. Toll, es war gerade genug, dass der Alarm anfängt. Herrlich. Wir haben noch einen Gegenstand. Jetzt fehlt uns nur noch ein einziger. Von den normalen Gegenständen hier. So, ich setze mich mal bequemer hin. Was tun wir denn jetzt eigentlich? Wohin gehen wir denn? Beim Holzfällerhaus in der Schattenwelt waren wir noch nicht. Zum Beispiel. Ich sag die ganze Zeit so extrem viele Dinge zu tun und jetzt fällt mir gerade auf Anhieb gar nichts ein. Gehen wir einfach mal durch die Höhle hier und kommen bei den Holzfällern raus, nehme ich an. Oh, ne, doch nicht. Ha, perfekt. Danke, Schatzilein. Was haben wir denn noch alles? Hier unten die 5 wird unser nächster Palast. So viel wissen wir. Im Dorf habe ich nichts Besonderes mehr zu tun, von dem ich noch wüsste. Was ist eigentlich mit dem Friedhof und der Kathedrale in der Schattenwelt, ha? Dort waren wir, glaube ich, noch nicht. Dort gibt es bestimmt mindestens ein Herzteil. So, wo ist denn der nächste? Das ist, glaube ich, wieder der hier im Dorf. Diesmal können wir ja von unten dran. Denn wir haben jetzt ja die tollen Handschuhe. War das hier? Nee, das war hier links. Wunderbar. Ich nehme einen Lichtweltstein mit und er verschwindet. Der Zoll passt gut auf in der Schattenwelt. Nichts lässt sich importieren. Kommunistisches Schattenweltland. Die rote Gefahr. 2 Schläge. Ach, das ist wieder nur ein Wahrsager. Die Wahrsager sind... Hätte das wen interessiert, was die Wahrsager andauernd zu sagen haben? Also ich glaube es eigentlich fast nicht. So, schauen wir mal. Das Schwert hört sich so mächtig an. Schauen wir mal zuerst nach den Holzfällern. Du gehst weg. Ha. Was gibt's bei euch, Mädels? Also dieser tolle Baum ist mal nicht da. Das Haus steht noch. Und beinhaltet so einen dummen Abzockerladen. Hinterm Haus, der Weg in den Berg hinein ist irgendwie auch nicht da. Tja, ich würde sagen, euer Haus ist dumm und langweilig. Genauso wie ihr. Hallöchen. Hallo, 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 hallo. Geh weg, hau ab. Ich möchte dieses haben. Dieses gehört jetzt mir. Das glaubt ihr aber, dass das jetzt mir gehört. Was soll das hier? So siehst du aus, dass ich da nicht rüberkomme, ne? Ja, ja, ja. Oh, hallo, Magie. Gibt's da vielleicht noch mehr Magie? Ich könnte gerade gebrauchen. Und Herzen wären auch nicht schlecht. Warum habe ich so viele Herzen schon wieder verloren? Tun die Vögel mir so weh? Ich will da vorbei. Mann. Wie komme ich denn da vorbei? Kann ich da runterspringen? Also, ich kann da runterspringen, aber bringt mir das was? Ist das gut? Nö, nicht wirklich. Zock, 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 zock. Das Gute an der Sache, jetzt sind die Schädel wieder da. Ah, ist aber nichts mehr da. Nichts drunter. Okay, ich glaube, unser toller magischer Umhang kann uns hier helfen, denn der macht uns auch für diese tollen Bumper unsichtbar. Mir fällt auch gerade ein, ich habe den Birnerstab noch gar nicht gezeigt. Machen wir jetzt auch. Ein Herzteil. So, der Birnerstab macht interessanterweise so ziemlich das Gleiche wie der Umhang. Und zwar uns unverwundbar. Der Unterschied ist nur, diese tollen Magie-Dinger, die um uns rumfliegen vom Stab, machen auch noch an den Gegnern Schaden. Oh, schau mal, ein Pfeil. Oh,
Du bist böse. Mir geht's nicht so gut. Ich habe nicht so viel Leben. Deswegen gammel ich gerade so ein bisschen hier in der Walachei rum und hoffe auf ein paar Herzen. Okay, wir hätten wohl die dunkle Kathedrale gefunden. Hallo. Was gibt's denn hier? Okay. Okay, was bist du für eine? Hey, Kumpel, kannst du ein Geheimnis bewahren? Ich kann dir was erzählen. Die Nummer haben wir doch schon mal gehört. In der Pyramide traf ich eine echte Schönheit. Der Eingang ist aber versperrt. Normale Bomben richten da nichts aus. Schade. Hey, danke. Immerhin für 20 Gold voll... Gold sage ich. Egal, für 20 Gold fertig, vollgeheilt. Auch eine gute Sache. Der dunkle Friedhof. Was gibt's denn dort alles? Er sieht schon mal ziemlich unaufgeräumt und chaotisch aus, würde ich sagen. Dieses ist sehr verdächtig. Wenn man sowas sieht, dann bedeutet das eigentlich fast immer, man muss den Spiegel benutzen. Sowas, ich kriege hier extrem viele Bomben. Warum ist das wohl so? Warum kriege ich hier wohl Bomben? Dankeschön. Ah, meine Herzzahl ist gestiegen. Lass mal schauen, was fehlt uns eigentlich noch? Wir haben noch 3 Tempel, wo wir ein Herzteil bekommen. Das sind dann 1, 2, 3 Herzen mehr. Das könnte bedeuten, danach gibt es, glaube ich, kein Herzteil mehr. Nee, also noch 8 Herzteile fehlen uns im gesamten Spiel. Naja. Kann man jetzt drüber streiten, ob das viele sind oder nicht. Ja, ich möchte bitte nicht in der Wand wieder rauskommen, sondern irgendwo, wo ich überleben kann. So. Ich finde 8, naja. Ist nicht so viel. Das lässt sich noch einräumen. Das schaffen wir schon. Irgendwas muss es doch hier auf dem Friedhof geben, außer den Weg dort eben. Hallo. Schatzilein. Zack. Und wir hätten 4 Feen in der Flasche dabei. Mehr wird's nicht. Wir haben alle 4 Flaschen, die es gibt. Tja, ich sehe hier nichts so Interessantes. Da drunter könnte was sein, ist aber nicht der Fall. Einschlag. 2, 3, 4. 4 Schläge noch. Für diese Riesenmonster. Das ist verdammt gut. Tja, der Weg, wo man hier reinfallen kann, ist in der Schattenwelt nicht da. Und ansonsten hier unten... Ey, 1, 2, 3, 3. Seltsam. Ansonsten gibt es hier in dem Eck wohl auch nichts. Okay. Okay. Was tun wir denn? Was tun? Ach, gehen wir mal in den Eispalast, oder? Das ist doch was Schönes. Und dort kommen wir wohl am schnellsten hin, indem wir einfach die Wache hier kaputt hauen. Gibt's da so einen Schwimmteleporter? Nee, gibt's nicht wirklich. Egal, wir fliegen einfach mal rüber. Wir begeben uns wieder dort drüben hin und schwimmen wieder zum Brunnen der Freude, Wünsche, bla bla bla. Doch dieses Mal nehmen wir den Teleporter. Dadurch kommen wir hier im Innenhof des Eistempels raus. Warum heißt es Sing Eistempel? Das ist wohl überhaupt kein Eis hier. Ja, der Name ist doch relativ passend, würde ich sagen.